Ja, was ist denn da heute schon wieder los, meine Damen und Herren, an den Finanzmärkten? Wir haben heute eine niedriger als erwartet ausgefallene Inflation in den USA gesehen, die sogenannte PCE, also Personal Consumption Expenditure, aus dem Oktober, also schon ein Stück weit her, aber unverändert zum Vormonat. Das heißt stagnierende Inflation. Und dennoch sehen wir, dass die Renditen heute steigen, die US-Renditen. Wir sehen, dass der Dollar steigt und wir sehen, dass vor allem der Nasdaq fällt. Was ist denn da los? Warum ist das so? Das Ganze wollen wir uns anschauen, startend eben mal mit diesen PCE-Inflationsdaten. Wie gesagt, ist Oktober und dass die auch ein Ticken unter der Erwartung ausfallen würden. Das war eigentlich ja nach der Veröffentlichung der letzten CPI-Daten, also die sogenannte Consumer Price Index, der ja für eine massive Rallye der Märkte gesorgt hat, war eigentlich relativ klar. Die Erwartungen wurden ziemlich genau erfüllt. Eben nur zum Vormonat ist es mit 0,0% ein Ticken niedriger gewesen als erwartet. Die Märkte haben zunächst mal das gemacht, was sie machen, wenn normal die Inflation ein bisschen niedriger ist. Man ist angestiegen, hat sich gesagt, das ist ja fein. Aber die Renditen sind dann gestiegen, der Dollar ist gestiegen. Und warum wollen wir uns gleich mal anschauen? Joe Biden jedenfalls hat zu diesen Inflationszahlen gesagt, Mensch, siehst du, wir haben jetzt gesehen, dass die Inflation auf das niedrigste Level seit dem März 21 gefallen ist. Monthly Inflation was zero. Ja, vielleicht die monatliche, aber wir sehen mal hier, was das für die Konsumenten bedeutet. Diese Anstiege in den letzten Jahren, da haben sich im Grunde die Preise mehr als verdreifacht, wenn man das mal über einen bestimmten Zeitraum sieht. Und auch wenn die Inflation eben jetzt nicht mehr wirklich krass ansteigt, es ist super teuer. Das Leben ist teuer, das machte vielen Problemen. Probleme heute auch der Nasdaq. Wir sehen die Dickfische im Tech-Bereich unter Druck. Eine Nvidia mit knapp 3%. Google, Meta, Tesla, auch Apple und Microsoft schwächer. Dagegen sehen wir im Dow Jones Plus-Vorzeichen. Auch beim Small Cap Index Russell 2000 im Plus. Woran liegt das nun? Ich denke, dass einfach der most crowded trade im Tech-Bereich stattgefunden hat. Der Nasdaq ja unfassbar stark sich entwickelt. Alle sind drin, keiner ist irgendwie noch faktisch in der Lage zu kaufen. Ich hatte heute Morgen im Videoausblick gezeigt, dass die Stimmung jetzt so bullisch ist. Wir haben fast 50% Bullen, nur noch 19,8% oder 6% Bären, der niedrigste Wert seit vielen Jahren. Das ist das eine, also extrem bullische Stimmung. Und auf der anderen Seite sehen wir hier mal die Positionierung von Vermögensverwaltern in der auch heute veröffentlichten NAAIM-Number. Da sind wir jetzt bei 31,38%. Das ist schon ziemlich hoch, muss man sagen, wenn wir bedenken, dass wir am 25.10. bei 24,8 waren. Wie schnell das jetzt nach oben geschossen ist. Die Positionierung ist schneller nach oben gegangen als der S&P 500 selbst. Also es sind jetzt wirklich alle an Bord, kann man sagen. Und das in einer Situation, in der die Märkte sicher sagen, ja, ist doch super, die Fed wird die Zinsen senken, aber die Wirtschaft wird schon irgendwie weich landen. Jetzt haben wir heute zum Beispiel die Continuing Claims gesehen, die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe, die deshalb so bedeutsam sind, weil sie zeigen, wie schwer ist es, einen neuen Job zu finden, wenn man den alten verloren hat. Das heißt, wie schnell komme ich wieder in einen Job rein? Und wir sehen, diese Zahl der Continuing Claims, die steigt jetzt sehr, sehr deutlich auf knapp 2 Millionen. 1,927 Millionen, das ist der höchste Wert, wie mein Kollege Hannes Zipfel hier sagt, seit November 2021. Es wird also immer schwerer, offenkundig hier in den Arbeitsmarkt wieder reinzukommen, wenn man mal seinen Job verloren hat. Wir sehen einen Titel von Bloomberg. Economy slowed in recent weeks with inflation, labor cooling. Also die nachlassende Inflation heißt eben wahrscheinlich auch, dass die Unternehmen nicht mehr in der Lage sind, ihre Preise so durchzusetzen beim Konsumenten. Wir sehen heute die anstehenden Hausverkäufe, die Pending Home Sales in den USA mit der niedrigsten je verzeichneten Summe an anstehenden Hausverkäufen. Das ist schon, also niedrigster Stand je, ist eine relativ lange Zeit, kann man sagen. Dementsprechend ist das schon auffallend und wir hatten heute auch Daten aus Kanada. Das ist für die Amerikaner ja durchaus wichtig, weil man sagt, ja, ist schon ein bisschen ähnlich, ist das ja schon mit unserer Wirtschaft. Und wir sehen die Kanadier, drittes Quartal, minus 0,3%. Die Amis waren ja, wie wir gestern gelernt haben, bei plus 5,2%. Vor allem der Regierung Biden sei Dank, weil die das Geld
mit den vollen Händen ausgegeben hat. Aber in Kanada ist das offenkundig nicht so passiert. Die Kanadier müssen vielleicht auch von den Statistikern noch ein bisschen lernen, den amerikanischen Statistikern. Aber eins ist auch klar, Kanada hat ein Riesenthema, nämlich eine Hausblase, die sich gewaschen hat. Hier sehen wir mal die Real Housing Prices, USA gegen Kanada. Kanada massiv nach oben gegangen, geht jetzt auch sehr deutlich nach unten. Vermögenspreisblase, als die Zinsen bei Null waren, sind die Preise in Vancouver und anderen Städten massiv gestiegen, kommen jetzt unter Druck. Und jetzt sind viele Konsumenten unter Druck, weil die ja letztendlich profitiert hatten von den steigenden Hauspreisen, jetzt aber negativ betroffen sind von fallenden Hauspreisen. Also wir sehen, da ist sozusagen noch einiges vor den Kanadiern. Wir haben jetzt heute interessante Entwicklungen beim Öl gesehen. Die OPEC hat ja entschieden, die Fördermenge zu kürzen, weil der Ölpreis nicht so gescheit gestiegen ist. Und jetzt sehen wir aber, der Ölpreis zunächst ja positiv reagiert. Wir waren schon fast wieder bei 80 bei WTI und sind dann brutal abgestürzt auf nur noch knapp über 75. Das sind mal fast 5 Dollar an einem Tag. Das ist eine Menge Holz vom Plus klar ins Minus gedreht. Mal sehen, wie es da weitergeht. Auch hier möglicherweise so ein bisschen die Sorge, dass dieses Soft Landing nicht funktionieren wird, was die Wall Street sich bislang vorstellt. Dann hatten wir Daten aus der Eurozone. Auch hier die Inflation niedriger von plus 2,9 auf 2,4%. Wir sehen vor allem Energie war das, was letztendlich hier die Inflation nach unten gebracht hat. Alles andere ist nach wie vor gestiegen. Okay, Energie zum Beispiel, wenn man da in einem Vertrag sitzt mit einem Energieanbieter, und dann habe ich persönlich jetzt noch nicht viel gemerkt in diesem Jahr, es wird sich wohl ab nächstem Jahr ändern, dass hier etwa Gas günstiger geworden sei. Wie gesagt, ich werde es dann merken, hat mir mein Energieversorger ab Januar versprochen. Ich glaube das natürlich sofort, aber eins ist eben auch klar, die Märkte glauben jetzt, dass die EZB die Zinsen senken wird, schon im April. Hier sehen wir, wie diese Erwartung ins Graute schießt. Dagegen hat Marcello Fracciarino heute wieder mal ausdrücklich die EZB-Geldpolitik gelobt. Die war effektiv und erfolgreich, genauso dass die Inflation fast zweistellig war oder vielleicht sogar zweistellig war, zumindest knapp an der Zweistelligkeit gewesen ist, weil die Geldpolitik so erfolgreich war, nachdem die EZB ja lange gepennt hat und dann sehr spät erst sich entschieden hat, die Zinsen anzuheben. Jetzt ist die Wirtschaft immer schwächer und ja, wahrscheinlich werden Zinssenkungen kommen und das wollte ich eigentlich nicht zeigen, aber ich kann es mal zwischendurch sagen. Wir haben ja vorhin schon von den Immobilienpreisen gesprochen. Jetzt sehen wir hier mal die Verkäufe, Immobilienverkäufe, nämlich Wohnungsverkäufe in China. Minus 5% knapp zum Vormonat und knapp 30% minus zum Vorjahresmonat. Und das geht im Grunde seit Sommer so, dass die Preise hier rückläufig, respektive die Verkäufe rückläufig sind. Es gab mal eine kurze Phase zwischen Februar und Mai, da war das nicht so. Aber es ist ein Riesenproblem. China hat ein riesen demografisches Problem. Jetzt ist der einzige Vermögensspeicher, den du hast in China, sind im Grunde Immobilien, wenn die Preise fallen. Und dann wirst du ärmer, das geht dann in den Konsum oder in geringeren Konsum. Deswegen sehen wir, wie heute die Einkaufsmanager-Indizes aus China gezeigt haben, irgendwie gar keine Erholung in China, weil der Konsum nicht in den Quark kommt und das liegt eben hier am Immobilienmarkt. Das war die Folie, die ich eigentlich vorhin zeigen wollte. Nehme ich nochmal zurück zum Euro. Sie sehen, es geht von China nach Europa über die USA. Okay, also wir sind global. Hier sehen wir, wie der Euro heute unter Druck gekommen ist, hat mich eh gewundert, so ein bisschen dieser Anstieg knapp über die 1,10. Ja, die Fed hat gesagt, wir werden wahrscheinlich die Zinsen nicht mehr anheben, aber dass das in der Eurozone passieren würde, war eh klar, dass das nicht mehr kommt. Das hat der Lagarde ja vorher schon gesagt und dass die EZB eben die Zinsen früher senken muss als die Fed, ist angesichts der schwachen Wirtschaft eigentlich relativ klar, wie Jerome Blockland hier auch zeigte. Das könnte noch so weitergehen. Wir haben dann auch zum Beispiel überraschend Weise ist die französische Wirtschaft geschrumpft. Da hatte man eigentlich ein Plus erwartet. Wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland deutlich jetzt anzieht. Hier mit einem sehr deutlichen, kontinuierlichen Sprung nach oben, kann man sagen. Also so langsam kommt die Konjunkturschwäche auch am Arbeitsmarkt an in Deutschland. Und jetzt warnt die Ratingagentur
S&P vor einer Neuauflage der Euro-Krise, weil man gesagt hat, also die Probleme, die ab 2010 zur Euro-Krise geführt haben, die sind im Kern nach wie vor nicht gelöst. Und das gilt wahrscheinlich für so ziemlich alle Probleme, die in der Finanzkrise sozusagen durch Gelddrucken nur übertüncht wurden. Das wird uns irgendwann auf die Füße fallen, und zwar heftig. Du kannst sozusagen Schminke auf eine Wunde schmieren und eine Zeit lang sieht man das nicht, aber dann entzündet sich die Geschichte wieder, und so wird es auch hier sein. Also das könnte für die Eurozone insgesamt noch eine schwere Zeit werden. Heute neue Hiobsbotschaft, Sportcheck für Münchner wie mich. Ist das sozusagen ein Haus- und Hof-Unternehmen gewesen, wo man seine Skier gekauft hat und so weiter. Die sind jetzt insolvent, gehörten ja auch zum Benko-Imperium Signa Holding. Und unten sehen Sie mal eine Statistik von den 500 Milliardären. Wie viele sind Milliardäre auf der Welt wegen Immobilien? Und das sind jetzt nur noch 25. Die Zahl geht also deutlich zurück. Da sieht man, was sich vorhin mit Kanada und so weiter gezeigt hat, dass die Party da offenkundig vorbei ist. Party ist jetzt hier bei der UN-Klimatagung in Dubai. Da werden 70.000 Teilnehmer meist mit dem Flugzeug anreisen, der eine oder andere mit seinem Privatflugzeug, und wahrscheinlich wird nicht wahnsinnig viel dabei rauskommen, aber man hat noch mal eine schöne Party gefeiert, bevor dann morgen der Weltuntergang kommt. Gell, rechts sehen wir mal hier Nasdaq gegen das iShares Global Clean Energy ETF. Ist nicht so richtig gut gelaufen, muss man sagen. Warum läuft das nicht gut? Weil schlichtweg die alternativen Energien nicht so fürchterlich effizient sind, dass man da als Investor wahnsinnig gut verdienen mit kann. Das ist das große Problem. Und diese geplante Elektrifizierung, die auch Claudia Kempfert fordert, nämlich die totale Elektrifizierung hier in Deutschland, man will ja alles sozusagen nur noch mit Strom betreiben, die führt faktisch dazu, wie ein Energieexperte gesagt hat, dass wenn wir zum Beispiel jetzt nur noch Elektroautos zulassen, Verbrenner verbieten, dann werden die Emissionen nur vom Sektor Verkehr in den Sektor Energie verschoben. Das heißt, dann musst du die Kohlekraftwerke hochfahren, weil du eben mit den Erneuerbaren nicht ständig eben den nötigen Strom hast, wenn mal eben kein Wind weht und die Sonne nicht scheint. Deswegen ist die Forderung meiner zweitbesten Freundin Claudia Kempfert relativ absurd. Jetzt sofort Klimagesetz erfüllen, umweltschädliche Subventionen im Verkehr sofort abschaffen. Da bin ich dabei. Dieselsubventionierung, Dienstwagenprivileg, bla bla. Da kann man durchaus ran und Geld sparen. Aber diese Elektrifizierung ist nicht die Lösung. Sie kaschiert nur, dass wir dadurch nicht CO2 einsparen. Alle haben ein tolles Gewissen und fühlen sich super. Hier sehen wir mal, was sozusagen die Planwirtschaftler ja immer fordern, wie eine Julia Schramm, die sagt, Kapitalismus ist, wenn du das Land verrotten, die Infrastruktur verfaulen und die Umwelt zerstören lässt, weil Schulden sind Gefahr für die Zukunft. In der Tat sind Schulden Gefahr für die Zukunft, denn die müssen bedient werden irgendwann. Hier sehen wir mal den Zusammenhang zwischen BIP und den Schulden eines Staates. Und Spanien hat hier richtig Gas gegeben, hat die Verschuldung richtig raufgefahren, aber Wachstum ist trotzdem praktisch keins. Also das ist das, was ja viele keynesianische Wirtschaftstheoretiker immer meinen, ja, oder auch ein Herr Flassbeck, einer meiner allerbesten Freunde, der sagt, der Staat muss Schulden aufnehmen, dann wird die Wirtschaft wachsen. Hier sehen wir, das ist nicht der Fall. Vielmehr müssen wir wahrscheinlich investieren, das ist schon richtig, aber die Frage ist, was ist investieren? Die Erhöhung von Sozialausgaben, die einen immer größeren Rahmen praktisch einnehmen in den Budgets Deutschlands, das ist nicht der richtige Weg, weil das sind Konsumausgaben. Wir müssen investieren in Brücken, in Infrastruktur, auch in den Ausbau Erneuerbaren, gar keine Frage, aber irgendwie mit Sinn und Verstand und nicht so ideologisch sofort alles elektrifizieren, so dieses Eins, nur das ist der richtige Weg, alles ist falsch, der Mix macht ist, das ist wahrscheinlich noch nicht so richtig angekommen, auch bei den Herrschaften, die jetzt mit vielen, vielen Flugzeugen nach Dubai fliegen, um dann wahrscheinlich mit leeren Händen wieder nach Hause zu kommen. Zwei Empfehlungen, drei genau gesagt, EZB-Zinssenkung im April laut Tradern jetzt voll eingepreist, also die Märkte glauben der EZB nicht, die immer wieder versucht zu behaupten, dass die Zinsen lange oben bleiben. Die Abschwächung der Konjunktur ist zu groß. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Auch super, super interessant.
Diese Bruderliebe zwischen China und Russland ist nicht so ausgeprägt, wie man oft denkt. Die Russen haben kürzlich gesagt, also wir exportieren an euch, nämlich an die Chinesen, keinen Strom mehr, wenn ihr nicht bereit seid, die Preise zu bezahlen, die wir hier abrufen. Jetzt sagte China, nö, aber wir investieren nicht in eure Gaspipeline, das könnt ihr selber machen. Wir wollen dicke Rabatte haben. Peking zeigt also jetzt faktisch Putin seine Muskeln. Wir sitzen am längeren Hebel. Hochinteressant, was da zwischen diesen beiden Ländern passiert, wird in Deutschland praktisch nicht berichtet. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung. Verschobener Termin. Eigentlich sollte das Webinar mit André Stagge, wo wir darüber sprechen, wie das Jahr 2024 ausgehen wird oder wie wir es uns vorstellen. Wissen tut es ja keiner, nicht wahr? Sonst bräuchte man ja gar nicht an der Börse handeln, wenn wir das schon wüssten. Also, was zumindest wahrscheinlich ist, dieses Webinar findet am 6., das ist Mittwoch, der 6., um 19 Uhr statt 6. Dezember, also Nikolaus, da wollen wir uns unterhalten über die großen Perspektiven, anmelden, kostenfrei, tut nicht weh, macht Spaß, das kann ich versprechen. Also diese beiden Artikelempfehlungen und das Webinar, das war's von mir, ich wünsche jetzt erstmal gute Servus, ciao.